Hallo, einen schönen guten Tag. Was wir hier sehen, ist die neue Aldi-Zentrale. Die wird noch gebaut. Ich dachte, ich komme da näher ran. Aber irgendwie scheine ich von hier nicht näher ranzukommen. Es ist Freitag. Wir haben 14.52 Uhr. Und ich bin hier in Essen-Krai. Hier haben wir überall die Baustelle. Ich habe gelesen, die ist doppelt so groß ausgelegt. Also da passen doppelt so viele Mitarbeiter rein, wie die jetzt im Moment brauchen. Und das heißt, die ist für die Zukunft gebaut. Aldi Nord, die Hauptzentrale. Aldi stammt ja aus Essen. Neulich waren wir ja mal bei dem ehemaligen Laden Nummer 1, dem Stammhaus Schonnebeck. Ich dachte, ich gucke und zeige euch mal dieses hier. Aber irgendwie kommt man da nicht gut ran. Zumindest nicht von hier. Das ist ja direkt neben der A40 auch. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, ob man da woanders noch mal besser dran kommt oder nicht. Wir haben 21 Grad Celsius, obwohl der Himmel bedeckt ist. Aber es ist trotzdem angenehm warm. Da oben auf dem Kamin hat sie schon Vegetation breit gemacht. Ich kann ja mal hier rechts rum gucken, wann da noch was rankommt, wo wir gerade hier sind. Kedavo Media Production. Das ist ein typisch Essener Industriegebiet. Na, hier führt die Straße schon wieder links rum und weiter weg. Ich glaube, viel näher kommen wir nicht dran. Da sehen wir all die Nord, die Baustelle wieder aufragen. Einmal noch gucken, ob wir von hier im Blick erhaschen können. Ansonsten denke ich mir, das führt alles viel zu weit weg hier. Kann man es noch mal sehen. Ich würde sagen, nicht schlimm, wir haben es gesehen. Hauptsache. Das
Jetzt haben wir mich auch mal gesehen. Nebensache. Buchstaben gibt es da drüben. Da könnte ich mir glatt ein paar kaufen. Ich experimentiere gerade mit der Schrift für meine Thumbnails. Da könnte ich gut ein paar Buchstaben gebrauchen. So, jetzt ist der Zoll schon über eine Woche im Hamburger Hafen mit den Rollern beschäftigt. Respekt! Entweder die sind einer großen Sache auf der Spur oder die haben so viele Verdachtsmomente, dass sie da gar nicht mehr klarkommen. Oder. Fakt ist, man hört nichts. Im Forum ist es auch totenstill geworden. Auch nichts. Also schließe ich mich der ganzen Sache an und sage jetzt erstmal auch nichts mehr. Das ist hier zu vermarkten. Hier stehen massenhaft Mopeds rum. Heißt ja auch Motodrom. Das fand ich so ein Fachgeschäft. Da drüben ist eine etwas, würde ich sagen, in die Jahre gekommen, eine Fachwerkstatt von Citroën gekommen. Da ist bestimmt kein Citroën mehr drin. Nun, irgendwie zieht es sich zu. Vorhin war richtiger Sonnenschein. Da sieht man sogar noch ein Stück blauen Himmel. Ja, nach so viel Rüttenscheid sind wir hier wieder was anderes. Das ist ja auch mal ein altes Haus. Aber noch bewohnt, so wie es aussieht. Das hier sieht auch einigermaßen alt aus.
könnte ich mich ja wieder zeigen und sagen, ich sehe ja auch irgendwie alt aus. Aber das klemme ich mir jetzt. Esso-Tankstelle. Und das hier drüben, das war mal eine Tankstelle. Man sieht es an dem Dach, so sahen die Dinger damals aus. Eine kleine Werkstatt dabei. So sahen damals Tankstellen aus. Und das hier, das ist der Haltepunkt Essen, Kreis Süd. Und das war mal ein Bahnhof und ist jetzt ein Haltepunkt geworden. Weil da fahren die meisten durch. Da hält nur eine Linie. Dann machen wir noch mal einen kleinen Schlenker. Das ist ja auch so eine typische Straße, die wir im Ruhrgebiet haben. Viel Verkehr. Häuser eng dran gebaut, schmale Bürgersteige. Das sind die Straßen, die auch sehr feinstaubbelastet sind.
Obwohl ich denke, der Verkehr ist immer noch relativ moderat. Es gibt zwar jetzt schon wieder öfter mal innerstädtische Rückstaus, aber das hält sich noch in Grenzen. Gehen wir mal hier lang. Ist aber ein RRX abgesaust. Ein Hotel haben wir da drüben. Arabische Familienspezialitäten. Ja. Also meistens sind hier Mietshäuser und
klein bisschen Gastronomie, Schnellimbiss und so. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich heute von euch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Vielleicht ist auch noch der Knoten aus meiner Zunge wieder raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.